Es jagte einmal ein König in einem großen Wald und jagte einem Wild so eifrig nach, dass ihm niemand von seinen Leuten folgen konnte. Als der Abend herankam, hielt er still und blickte sich um. Da sah er, dass er sich verirrt hatte. Er suchte einen Ausgang, konnte aber keinen finden. Da sah er eine alte Frau mit wackelndem Kopfe, die auf ihn zukam. Das aber war eine Hexe. Liebe Frau, sagte er zu ihr, könnt ihr mir nicht den Weg durch den Wald zeigen? Oh ja, Herr König, antwortete sie, das kann ich wohl, aber es ist eine Bedingung dabei. Wenn ihr die nicht erfüllt, so kommt ihr nimmer mehr aus dem Wald und müsst darin vor Hunger sterben. Was ist das für eine Bedingung? Fragte der König. Ich habe eine Tochter, die so schön ist, wie ihr eine auf der Welt finden könnt und wohl verdient, eure Gemahlin zu werden. Wollt ihr die zur Frau Königin machen, so zeige ich euch den Weg aus dem Wald. Der König willigte in der Angst seines Herzens ein, und die Alte führte ihn zu ihrem Häuschen, wo ihre Tochter beim Feuer saß. Sie empfing den König, als ob sie ihn erwartet hätte, und er sah wohl, dass sie sehr schön war. Aber sie gefiel ihm doch nicht, und er konnte sie nicht ohne heimliches Grausen ansehen. Nachdem er das Mädchen zu sich aufs Pferd gehoben hatte, zeigte ihm die Alte den Weg, und der König gelangte wieder in sein königliches Schloss, wo die Hochzeit gefeiert wurde. Der König war schon einmal verheiratet gewesen und hatte von seiner ersten Gemahlin 7 Kinder, 6 Knaben und ein Mädchen, die er über alles auf der Welt liebte. Weil er nun fürchtete, die Stiefmutter würde sie nicht gut behandeln und ihnen gar ein Leid antun, so brachte er sie in ein einsames Schloss, das mitten in einem Walde stand. Es lag so verborgen und der Weg war so schwer zu finden, dass er ihn selbst nicht gefunden hätte, wenn ihm nicht eine weise Frau ein Knäuel Garn von wunderbarer Eigenschaft geschenkt hätte. Wenn er das vor sich hinwarf, so wickelte es sich von selbst los und zeigte ihm den Weg. Der König ging aber so oft hinaus zu seinen lieben Kindern, dass der Königin seine Abwesenheit auffiel. Sie war neugierig und wollte wissen, was er draußen ganz allein in dem Walde zu schaffen hätte. Sie gab seinen Dienern viel Geld, und die verrieten ihr das Geheimnis und erzählten ihr auch von dem Knäuel, das allein den Weg zeigen könnte. Nun hatte sie keine Ruhe, bis sie herausgebracht hatte, wo der König das Knäuel aufbewahrte. Und dann machte sie kleine weißseidene Hemdchen. Und da sie von ihrer Mutter die Hexenkünste gelernt hatte, so nähte sie einen Zauber hinein. Und als der König einmal auf die Jagd geritten war, nahm sie die Hemdchen und ging in den Wald. Und das Knäuel zeigte ihr den Weg. Die Kinder, die aus der Ferne jemand kommen sahen, glaubten, ihr lieber Vater käme zu ihnen
und sprangen ihm voll Freude entgegen. Da warf sie über ein jedes eins von den Hemdchen, und wie das ihren Leib berührt hatte, verwandelten sie sich in Schwäne und flogen über den Wald hinweg. Die Königin ging ganz vergnügt nach Haus und glaubte, ihre Stiefkinder los zu sein. Aber das Mädchen war ihr mit den Brüdern nicht entgegengelaufen und die Stiefmutter wusste nichts von ihr. Am anderen Tag kam der König und wollte seine Kinder besuchen. Er fand aber niemand anderes als das Mädchen. »Wo sind deine Brüder?« fragte der König. »Ach, lieber Vater«, antwortete es, »die sind fort und haben mich allein zurückgelassen.« Und sie erzählte ihm, dass es aus ihrem Fensterlein mit angesehen habe, wie ihre Brüder als Schwäne über den Wald weggeflogen wären, und zeigte ihm die Federn, die sie in dem Hof hatten fallen lassen und die sie aufgelesen hatte. Der König trauerte, aber er glaubte nicht, dass die Königin die böse Tat vollbracht hätte. Und weil er fürchtete, das Mädchen würde ihm auch geraubt, so wollte er es mit fortnehmen. Aber das Mädchen hatte Angst vor der Stiefmutter und bat den König, dass es nur noch diese Nacht im Waldschloss bleiben dürfte. Das arme Mädchen dachte, ich kann nicht länger hier bleiben. Ich werde gehen und meine Brüder suchen. Und als die Nacht kam, entfloh es und ging gerade in den Wald hinein. Das Mädchen ging die ganze Nacht durch und auch den anderen Tag in einem fort, bis es vor Müdigkeit nicht weiter konnte. Da sah es eine Wildhütte, stieg hinauf und fand eine Stube mit 6 kleinen Betten. Aber es traute sich nicht, sich in eins zu legen, sondern kroch unter eines, legte sich auf den harten Boden und wollte da die Nacht zubringen. Als die Sonne bald untergehen wollte, hörte es ein Rauschen und sah, dass 6 Schwäne zum Fenster hereingeflogen kamen. Sie setzten sich auf den Boden und pusteten einander an und pusteten sich alle Federn ab, und ihre Schwanenhaut streiften sich ab wie ein Hemd. Da sah sie das Mädchen an und erkannte ihre Brüder, freute sich und kroch unter dem Bett hervor. Die Brüder waren nicht weniger erfreut, als sie ihr Schwesterchen erblickten, aber ihre Freude war von kurzer Dauer. »Hier kannst du nicht bleiben«, sagten sie zu ihm. »Das ist eine Herberge für Räuber. Wenn die heimkommen und dich finden, so ermorden sie dich.« »Könnt ihr mich denn nicht beschützen?«, fragte das Schwesterchen. »Nein«, antworteten sie, »denn wir können nur eine Viertelstunde lang jeden Abend unsere Schwanenhaut ablegen und haben in dieser Zeit unsere menschliche Gestalt. Aber dann werden wir wieder in Schwäne verwandelt.« Das Schwesterchen weinte und sagte, »Könnt ihr denn nicht erlöst werden?« »Ach nein«, antworteten sie, »die Bedingungen sind zu schwer. Du darfst 6 Jahre lang nicht sprechen und nicht lachen und musst in der Zeit 6 Hemdchen für uns aus Sternblumen zusammennähen. Kommt ein einziges Wort aus deinem Munde, so ist alle Arbeit verloren.« Und als die Brüder das gesprochen hatten, war die Viertelstunde herum und sie flogen als Schwäne wieder zum Fenster hinaus. Das Mädchen aber fasste den festen Entschluss, seine Brüder zu erlösen, und wenn es auch sein Leben kostete. Es verließ die Waldhütte, ging mitten in den Wald und setzte sich auf einen Baum und brachte da die Nacht zu.
Am anderen Morgen ging es aus, sammelte Sternblumen und fing an zu nähen. Reden konnte es mit niemand und zum Lachen hatte es keine Lust. Es saß da und sah nur auf seine Arbeit. Als es schon lange Zeit da zugebracht hatte, geschah es, dass der König des Landes in dem Wald jagte. Und seine Jäger zu dem Baum kamen, auf dem das Mädchen saß. Sie riefen es an und sagten: »Wer bist du?« Es gab aber keine Antwort. »Komm herab zu uns«, sagten sie. »Wir wollen dir nichts zuleide tun.« Es schüttelte bloß mit dem Kopf. Als sie es weiter mit Fragen bedrängten, so warf es ihnen seine goldene Halskette herab und dachte, sie damit zufriedenzustellen. Sie ließen aber nicht ab. Da warf es ihnen seinen Gürtel herab. Und als auch das nichts half, seine Strumpfbänder. Und nach alles, was es anhatte und entbehren konnte, so dass es nicht mehr als sein Hemdlein behielt. Die Jäger ließen sich aber damit nicht abweisen, stiegen auf den Baum, hoben das Mädchen herab und führten es vor den König. Der König fragte: »Wer bist du? Was machst du auf dem Baum?« Aber es antwortete nicht. Er fragte es in allen Sprachen, die er kannte, aber es blieb stumm wie ein Fisch. Weil es aber so schön war, so wurde des Königs Herz gerührt, und er fasste eine große Liebe zu ihr. Er tat ihr seinen Mantel um, nahm sie vor sich aufs Pferd und brachte sie in sein Schloss. Da ließ er ihr reiche Kleider anlegen, und sie strahlte in ihrer Schönheit wie der helle Tag. Aber es war kein Wort aus ihr herauszubringen. Er setzte sie bei Tisch an seine Seite, und ihre bescheidene Miene und ihre Sittsamkeit gefielen ihm so sehr, dass er sagte: »Diese begehre ich zu heiraten, und keine andere auf der Welt.« Und nach einigen Tagen vermählte er sich mit ihr. Der König aber hatte eine böse Mutter. Die war unzufrieden mit dieser Heirat und sprach schlecht von der jungen Königin. »Wer weiß, wo die Dirne her ist«, sagte sie, »die nicht reden kann. Sie ist eines Königs nicht würdig.« Nach einem Jahr, als die Königin das erste Kind zur Welt brachte, nahm es ihr die Alte weg und bestrich ihr im Schlafe den Mund mit Blut. Da ging sie zum König und klagte sie an, sie wäre eine Menschenfresserin. Der König wollte es nicht glauben und duldete nicht, dass man ihr ein Leid antat. Sie aber saß beständig und nähte an den Hemdchen und achtete auf nichts anderes. Das nächste Mal, als sie wieder einen schönen Knaben gebar, übte die falsche Schwiegermutter denselben Betrug aus. Aber der König konnte sich nicht entschließen, ihren Reden Glauben zu schenken. Er sagte: »Sie ist zu fromm und gut, als dass sie so etwas tun könnte. Wäre sie nicht stumm und könnte sie sich verteidigen, so würde ihre Unschuld an den Tag kommen.« Als aber das dritte Mal die Alte das neugeborene Kind raubte und die Königin anklagte, die kein Wort zu ihrer Verteidigung vorbrachte, so konnte der König nicht anders. Er musste sie dem Gericht übergeben. Und das verurteilte sie, den Tod durchs Feuer zu erleiden. Als der Tag herankam, wo das Urteil vollzogen werden sollte, da war zugleich der letzte Tag von den 6 Jahren herum, in denen sie nicht sprechen und nicht lachen durfte, und sie hatte ihre lieben Brüder aus der Macht des Zaubers befreit. Die 6 Hemden waren fertig geworden, nur dass an dem letzten der linke Ärmel noch fehlte. Als sie nun zum Scheiterhaufen geführt wurde, legte sie die Hemden auf ihren Arm
Und als sie oben stand und das Feuer eben angezündet werden sollte, so schaute sie sich um. Da kamen 6 Schwäne durch die Luft dahergezogen. Da sah sie, dass ihre Erlösung nahte, und ihr Herz regte sich in Freude. Die Schwäne rauschten zu ihr her und senkten sich herab, so dass sie ihnen die Hemden überwerfen konnte. Und ihre Brüder standen leibhaftig vor ihr und waren frisch und schön. Nur dem Jüngsten fehlte der linke Arm, und er hatte dafür einen Schwanenflügel am Rücken. Sie herzten und küssten sich, und die Königin ging zu dem König, der ganz bestürzt war, und fing an zu reden und sagte: »Liebster Gemahl, nun darf ich sprechen und dir offenbaren, dass ich unschuldig bin und fälschlich angeklagt wurde.« Und sie erzählte ihm von dem Betrug der Alten, die ihre 3 Kinder weggenommen und verborgen hätte. Da wurden sie zu großer Freude des Königs herbeigeholt, und die böse Schwiegermutter wurde zur Strafe auf den Scheiterhaufen gebunden und zu Asche verbrannt. Der König aber und die Königin mit ihren 6 Brüdern lebten lange Jahre in Glück und Frieden.